In einem Pressegespräch zog SPÖ-Stadtrat Franz Bayer die Halbzeitbilanz seiner Fraktion im Fischamenter Gemeinderat. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen im Namen der SPÖ Fischament zu unserer heutigen Halbzeitkonferenz. Ich freue mich, dass trotz der kurzfristigen Einladung so viele Leute gekommen sind und möchte eigentlich die Vorstellungen der SPÖ Fischament zu den letzten 2,5 Jahren und auch zu den zukünftigen 2,5 Jahren ein bisschen skizzieren. Wir haben hier auch ein dementsprechendes Blatt ausgearbeitet, das wir demnächst an die Bevölkerung verteilen wollen, damit hier wirklich eine flächendeckende Information an die Bevölkerung gegeben werden kann. Beginnen möchte ich mit dem, was haben wir erreicht? Zum Unterschied vom jetzigen Bürgermeister, der hat alles, was passiert, immer für sich in Anspruch nimmt, glaube ich, können wir mit Fug und Recht sagen, dass der Hochwasserschutz wirklich rein unter unsere Ägide geschaffen wurde und am Monat nach der Gemeinderatswahl hat halt ein anderer das eröffnen dürfen. Also ich glaube, dass dieses wichtige Jahrhundertbauwerk ganz allein mit unserem Zutun gemacht wurde. Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Land Niederösterreich konnten wir hier auch ein kostengünstiges Modell erreichen, das den Fischamenter Haushalt nicht zu stark belastet. Das ist ein bisschen betrüblich für uns, dass wir viele Dinge in Angriff genommen haben, die wir nicht mehr umsetzen konnten, beziehungsweise die wir fertiggestellt haben, wie das Hochwasserschutzwerk, war rein eine Sache, die in unserer Ägide gewachsen ist und auch durchgeführt wurde. Die Eröffnung hat dann jemand anderer gefeiert. Damit muss man leben, aber es ärgert ihm schon ein bisschen. Auf der anderen Seite hören wir hier in Fischament immer von Zusammenarbeit, aber Sie haben es heute dargestellt, Zusammenarbeit im Gemeinderat gibt es eigentlich keine mehr. Naja, Zusammenarbeit muss man ein bisschen trennen. Zusammenarbeit dort, wo er sich schwer tut, wo er glaubt, dass er sich nicht alleine durchsetzen kann, dort sucht er die Zusammenarbeit, da bindet er uns ein, so wie beim Pflegeheim. Da sind wir auch sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir beide ja bemüht sind, ich nehme das auch für die Bürgermeisterpartei in Anspruch, für Fischament etwas voranzubringen. Aber es kann nicht sein, dass das immer nur einseitig ist. Man redet immer von Zusammenarbeit, man tut es aber nur dort, wo man glaubt, alleine komme ich nicht mehr durch. Alles andere wird mit Mehrheit und Drüberfahren beschlossen. Eine Sorge, haben wir von Ihnen gehört, ist das Budget. Ja, natürlich. Da spielt natürlich mein Beruf sehr mit. Ich war 40 Jahre Buchhalter in einem großen Konzern. Also ich weiß, mit Zahlen umzugehen. Ich kann Budgets erstellen und kann also wirklich voraussagen, wie wir jetzt am Ende des Tages aussehen. Wir haben in meiner Amtszeit eigentlich, es ist uns immer gelungen, die Rücklagen zu erhöhen, kontinuierlich und auch die Schulden zu vermindern. Trotz vieler großer Projekte, die wir umgesetzt haben, es war nicht so, dass in den 16 Jahren im Fischament nichts passiert ist. Heute ist es so, dass wir zwar sehen, dass etwas gemacht wird, teilweise auch noch aufgrund unserer Initiative, aber die Schulden werden höher, die Rücklagen werden abgebaut und momentan werden Darlehen aufgenommen, als gäbe es keinen Morgen. Und es macht sich niemand Gedanken, wie können wir das zurückzahlen. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich glaube, Fischament geht hier doch finanziell einer nicht gerade sonnigen Zukunft entgegen.